Hey zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Vorwarnung, bitte nicht erschrecken. Adedit. Ich habe einfach meine Haare dunkel gefärbt. Dunkel ist noch nicht gesagt, also es ist das dunkel-dunkelbraun, was es geht. Ich habe auch heute nochmal drüber gefärbt, deswegen ich habe gerade frisch gefärbte Haare und ich fühle es übertrieben. Dazu kommen wir gleich. Ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen bei meinem neuen 365 Tage keine Haare schneiden Update. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr bekommt das Video morgen. Ich drehe das Ganze heute, deswegen ihr seid frisch im Update dann, so ein kleines Live-Update gefühlt. Und ja, das Video zum Thema Haare färben kommt auf jeden Fall noch online, falls Leute wissen wollen, was für eine Farbe das ist, weil es ist nicht schwarz, auch wenn es gerade sehr dunkel aussieht. Ich habe mich letztendlich, das werdet ihr in dem Vlog, der diese Woche auch noch online kommen wird, mitkriegen, dazu entschieden, meine Haare dunkel zu färben. Das ist keine austauschbare Tönung. Ich habe wirklich meine Haare gefärbt mit richtiger Farbe. Erst Friseurbedarf, heute Drogerie und ich bin übertrieben happy über die Entscheidung, denn ich hatte so ein Hin und Her in meinem Kopf die ganze Zeit, weil ich mich vor 2 Jahren darauf festgefahren habe, Nessa, du willst deine Naturfarbe rauswachsen lassen, willst aber dennoch austauschbare Tönungen benutzen. Dann die ganze Zeit dieses Hin und Her. Dann war ich bei mehreren Friseuren und irgendwie ist es nie so geworden, wie ich es wollte. Und ich habe mir jetzt gedacht, ganz ehrlich, so wie meine Haare aussahen, sie hat nämlich überall irgendwie andere Farben, je nach Lichtverhältnissen, es sah immer anders aus. Es hat mich so krass genervt. Und dann dachte ich mir, welche Option hast du? Färbst du dunkel, färbst du einmal, hast du deine Ruhe, beziehungsweise zweimal. Ich finde immer, wenn man dunkel färbt, muss man zweimal färben, damit die Farbe wirklich überall gut sitzt und gesättigt aussieht. Und das ist meine erste Option. Dann hatte ich Ginger im Kopf, wo ich richtig Bock drauf gehabt hätte. Meine Naturhaare, also so wie meine Haare zu dem Zustand waren, waren sie viel zu dunkel. Und meine Naturhaarfarbe, dafür hätte ich auch blondieren müssen. Dementsprechend habe ich mich wirklich dazu entschieden und mich entschlossen, meine Haare dunkel zu färben. Ich werde auch jetzt erstmal ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr dunkel bleiben, bevor ich irgendetwas anderes an meinen Haaren mache. Ich bin unfassbar zufrieden mit der Entscheidung. Ich weiß, dass ich gerade sehr weiß bin und ihr könnt darüber denken, was ihr wollt. Ich fühle mich mit dunklen Haaren einfach so krass wohl, egal ob so weiß oder mit bisschen Selbstbräuner. Ich finde mittlerweile dieses Übertriebene an Selbstbräuner, was ich damals benutzt habe, weiß ich nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Ich finde es mit meiner Naturhaarfarbe sehr schön, richtig knackig braun zu sein, auch mit Selbstbräuner. Aber mit diesen dunklen Haaren fühle ich das nicht so krass, so übertrieben braun zu sein. Ich weiß, dass es immer ein bisschen was auswäscht und daher ist wahrscheinlich die Bräune, die ich dann krass fände, mit meiner Naturhaarfarbe hier gar nicht so braun. Aber ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich freue mich einfach übertrieben. Ich habe meine Haare eben frisch geföhnt und ich fühle mich endlich wohl, ohne dass ich in irgendeinem Lichtverhältnis gerade stehe und mir denke so, nee, die Farbe sieht nicht so gut aus, es ist fleckig, es ist patchy, es ist nicht einheitlich, es ist. Ich hatte keine Lust mehr. Ihr merkt es? Also ich war einfach nur noch genervt und ich dachte mir so ganz ehrlich, ob du jetzt wirklich zum Friseur gehst, nochmal blondieren lässt, bis du dein Ergebnis irgendwann bekommen würdest, vergehen wahrscheinlich 30.000 Jahre, weil es irgendwie, wie gesagt, nie jemand so hinbekommen hatte, wie ich es wollte, von meinem Naturton her. Und das war die einfachste und schönste Lösung für mich. Video dazu folgt noch, welche Farbe ich benutzt habe, etc. Ich habe heute 2 andere Farben benutzt, das werdet ihr dann im Vlog noch sehen. Aber ich bin wirklich so zufrieden, wie es rausgekommen ist. Und ich muss eine Sache dazu sagen. Ich wollte erst mit Friseurprodukten färben, habe ich ja auch gemacht. Das Problem ist, dass Friseurprodukte, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, woran es liegt, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht an der Entwicklerstärke liegt, die ich geholt habe. Ich benutze nämlich immer eigentlich 4%. Immer, wenn ich mit Friseurbedarfprodukten färbe, ist dieser Bereich hier heller als meine Länge. Immer. Immer. Egal, welche Farbe ich benutze. Es ist immer hier heller als hier unten. Und ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen und sie meinte auch, sie so ganz ehrlich, wenn du dich mit Drogeriefarben wohlfühlst und du weißt, dass es bei dir funktioniert, go for it. Und das habe ich heute getan, deswegen ist mein Ergebnis jetzt auch so einheitlich. Ich werde, denke ich, auch mit Drogeriefarben meinen Ansatz nachfärben. Schreibt mir gerne unten rein, was ihr davon haltet. Liegt es am Entwickler, dann würde ich es vielleicht nochmal versuchen beim Ansatz färben mit einem höheren Entwickler. Wie gesagt, ich benutze gerade 4%, weil ich dachte, das ist die schonendste Variante. Ich mag Drogeriefarben eigentlich nicht so, weil ich weiß, dass die einen Entwickler für jeden Typen haben. Und das ist eigentlich nicht so geil. Aber ich denke mir bei dunkler Farbe ganz ehrlich, es ist dunkle Farbe. Es ist keine Blondierung. Es ist nicht. Wisst ihr, also ich bin so happy und ich denke, wenn ich das jetzt so beibehalte, wirklich alle 4 bis 6 Wochen meinen Ansatz färbe, vielleicht auch mal rauszögere auf 2, 3 Monate,
dann wird das nicht schädlicher sein als das, was ich davor gemacht habe mit diesem Versuch, meine Naturfarbe zu bekommen. Wundert euch übrigens nicht, ich habe keine Wimpis mehr, ich hatte eine Augenentzündung. Ihr werdet alles im Vlog erfahren, also es ist super viel passiert in der Zeit, wo ich hier nicht mehr up-to-date gefilmt habe. Ich freue mich so sehr auf Make-up-Videos, ich habe einfach so Bock drauf. Ich habe übrigens auch eine neue Brille, das heißt, ich sehe wieder was und das ist gerade wirklich wie so ein Live-Update und nicht nur 365 Tage kein Haare schneiden-Update. Was mache ich anders? Ich färbe jetzt wieder regelmäßig meine Haare, logischerweise, also mein Ansatz, nicht meine Haare. Ich nehme die Haarkapseln von Zara, von Maniac. Ich liebe diese Haarkapseln und ich habe das Gefühl, dass meine Haare in diesem Monat wieder übertrieben gewachsen sind und ich mache nichts anderes, als dass ich das nehme. Ich nehme keine anderen Haarpflegeprodukte momentan, sondern ich benutze immer noch die Produkte von Uncorrupted Beauty mit einem Mix aus diesem Garnier Haarmaske, keine Ahnung wie das heißt, die so gut riechen. Die benutze ich manchmal, manchmal benutze ich nur die Uncorrupted Beauty Produkte und ich benutze wieder Sprühspülung bei jedem, bei jeder Haarwäsche, also nach jeder Haarwäsche. Ich denke, ich werde euch mal meine Haarroutine abfilmen, auch wenn ich noch nicht meine Holy Grail Produkte gefunden habe, auch so was Haaröl angeht, aber ich denke, dass ich in meiner Routine einiges anders mache als andere. Ich kämme zum Beispiel meine Haare klitschnass durch und das hat meine Haare auf ein anderes Level gehoben, weil ich nicht mehr diese übertriebenen Knoten in meinen Haaren habe. Und das ist ein Tipp, den werde ich euch auf jeden Fall abfilmen in meiner Haarroutine, dass ihr das nochmal seht, wie ich das mache und warum ich die easy durchkämmen kann dann. Und für mich ist Kopf über Haare waschen die absolut beste Variante. Also, ich habe es so oft schon probiert, Leute, und es funktioniert für mich nicht. Dieses unter der Dusche oder in der Wanne, ich dusche ja meistens in der Wanne und sitze so in einer Ecke so ganz entspannt. Und wenn ich dann so mache, ich kriege meine Haare danach nicht durchgekämmt. Und ich glaube auch, dass ich mit meiner Variante, die ich habe, meine Haare dann nicht durchgekämmt bekommen würde. Das müsste ich noch einmal ausprobieren, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin so happy damit. Und ich habe jetzt auch meine Elegance Hair Extensions eingefärbt, die Clip-Ins, die ich habe. Ich denke, dass ich nochmal drüber gehen muss, weil ich glaube, meine Haare sind ein bisschen dunkler geworden als die Haare. Aber ich bin so happy mit meiner Haarlänge. Ich bin einfach gerade wunschlos glücklich, was meine Haare angeht. Okay. Und ja, ich muss mich definitiv erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich flechte meine Haare jeden Abend vorm Schlafengehen. Auch wenn mir die Frisur dadurch nicht gefällt, ich flechte meine Haare jeden Abend. Und ich habe überlegt, ich habe ja The Hair Bliss da. Also das ist dieses Teil, was ihr euch in die Haare macht und damit könnt ihr Locken machen. Das möchte ich nochmal ausprobieren, dass ich das vielleicht immer abends reinmache, weil dann habe ich morgens direkt gestylte Haare. Ich finde zum Beispiel diese geflochtene Frisur sehr schön, wenn man eine Länge hat, zum Beispiel ab Bauchnabel. Finde ich sauschön, aber bei meiner Länge gerade, mir gefällt das gar nicht, so diese Frisur nach dem Flechten. Aber dadurch, dass ich meine Haare jetzt jeden Abend flechte, die sind so, die verknoten nicht dadurch. Ich habe so meine Ruhe, wenn ich die aufmache, ich kriege die direkt durchgekämmt. So klar, hier in dem Bereich habe ich dann zwischendurch ein paar Knötchen, weil ich ja hinten erst anfange zu flechten. Aber es ist so viel besser geworden. Also ich habe wirklich das Gefühl, dieses im kompletten nassen Zustand Haare durchkämmen, dann in ein Handtuch wickeln, kurz antrocknen lassen, dann trocken föhnen, ist mein Go-To. Dann diese Haarkapseln von Maniac. Leute, probiert es einfach aus. Ich setze euch den Link unten rein. Ich bin so unfassbar zufrieden. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und wie gesagt, Haare flechten über Nacht. Das sind so meine Sachen, die ich für mich herausgefunden habe, die super funktionieren. Wie gesagt, Haarpflege bin ich immer noch so. Ich mag das Shampoo von Uncorrupted sehr. Allerdings müsste ich nochmal gucken, ob die andere Pflegesachen haben ohne Volumen. Weil ich wusste das gar nicht. Mir hatte das letztes Mal die Friseurin gesagt. Die meinte zu mir, dass Volumenprodukte eure Haarstruktur leicht anrauen, damit eure Haare dieses Volumen halten können. Und das ist nicht so geil für eure Haare. Und deswegen, ich muss gucken, was ich jetzt benutzen will. Ich bin wirklich komplett unsicher, was so meine Haarpflege angeht. Ich weiß nicht, ob ihr Vula Faris kennt auf YouTube. Sie ist super unaktiv mittlerweile, aber sie ist selber gelernte Friseurin oder sogar Friseurmeisterin, ich weiß nicht. Sie hat aber ihre eigenen Produkte rausgebracht und die wollte ich unbedingt mal testen. Denn sie hat so diese Shampoo-Bars und das ist alles natürlich und sie kennt sich super mit Haaren aus und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich will aber jetzt erstmal das leer machen, was ich hier habe, weil ich mag das gar nicht, so Produkte da zu haben und einfach alles wegzuschmeißen. So war ich früher, aber mittlerweile denke ich mir,
Nessa, du hast Geld dafür ausgegeben. Es ist absolut nicht geil für die Umwelt, wenn du einfach volle Sachen wegschmeißt. Und dementsprechend benutze ich das jetzt zu Ende, was ich da habe. Und danach werde ich mich auf die Suche machen nach was anderem, womit ich vielleicht noch zufriedener bin. Dementsprechend, ich probiere mich da immer durch. Und ich denke auch, wenn ihr neue Haarpflegeprodukte habt, dass eure Haare euch nicht innerhalb von einer Wäsche zeigen, so, ey Girl, ich sehe super aus, es funktioniert, sondern es dauert seine Zeit. Und ich versuche auch meine Haare so wenig wie möglich zu waschen. Dementsprechend bin ich momentan so bei 2-mal die Woche, manchmal auch öfter, manchmal auch nur 1-mal die Woche. Also ich versuche es wirklich immer so gut es geht rauszuzögern. Und ich bin so happy. Also ich bin so happy mit meinen dunklen Haaren gerade. Ich kann mich das wirklich nicht in Worte fassen. Und es war eine krasse Überwindung, als ich in dem Bad stand und die Farbe aufgetragen habe, weil ich war so, du bist am Arsch für ein Jahr. Also mit, du bist am Arsch für ein Jahr, habe ich mir so gedacht, so, du kannst ein Jahr nichts machen. Und also halbes Jahr habe ich mir jetzt vorgenommen, ist das Mindeste. Und wenn ich Bock auf Strähnchen habe, dann würde ich mir ein paar setzen lassen, aber auch nicht so viele wie damals, weil ich denke, dass man auch mit Clip-In-Extensions super viel an Effekt reinmachen kann in die Haare. Und ja, ich bin einfach mega happy, mega zufrieden. Ich bin einfach sehr, sehr happy. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal das T-Shirt an, um den Strich zu machen. Ich bin nämlich super gespannt, wie lang meine Haare geworden sind. Ich bin so gespannt, ob mein Gefühl mich trügt, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass meine Haare krass gewachsen sind. Wie gesagt, letzten Monat, diesen Monat. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt. Das liegt auf der Schulter, ganz normal. Und ich habe meine normale Bürste jetzt nicht hier, sondern nur die von Elegance her. Aber die funktioniert für mich auch super. Ihr müsst bedenken, meine Haare sind gerade nach innen gedreht. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz durchkämmen. Und ganz wichtig, von unten nach oben kämmen. Also ich glaube, das müssten mittlerweile auch alle wissen, dass das die schonendste Variante ist, im Gegensatz zu wir fangen von oben an und kämmen uns durch. Wow. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht so lang wie letztes Mal. Aber ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall länger als davor die Male. Aber das werden wir jetzt sehen. Seht ihr das? So. Ich dachte eben noch so, machst du deine Haare, also föhnst du deine Haare glatt oder machst du eine Frisur rein? Und ich dachte mir so, nein, komm, du machst eine Frisur rein, weil ich wollte mich heute richtig fresh fühlen. Krass. Guck mal bitte, wo wir gestartet haben. Versus wo wir jetzt sind. Ich meine, okay, die Linien sind irgendwie ein bisschen ungleich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das T-Shirt bei mir ein bisschen krumm sitzt. Aber das ist heftig. Das ist einfach. Ihr seht es ja selber, wenn die so liegen. Die liegen wirklich auf dem Strich. Ich verarsche euch nicht oder so. Also nicht so wie damals, wo das T-Shirt sich immer so bewegt hat. Das war für mich natürlich super nervig. Aber das ist so heftig. Und im Übrigen, was ich eben vergessen habe zu sagen, ich habe vielleicht sogar das Gefühl, dass ich dunkle Haare so lieben werde, dass ich vielleicht jahrelang jetzt dunkel bleibe. Also ja, dementsprechend, ich bin mal gespannt, wie es wird. Vielleicht habe ich auch wieder Ticks, dass ich wieder Bock habe, hell zu werden. Ich weiß es nicht, aber momentan ist es auf jeden Fall für mich die geilste Variante. Übrigens, Leute, wenn wir bei 40 cm ankommen, muss ich nicht mehr das knicken. So, 100 cm. Ja, wir sind auf jeden Fall bei 37,5, wenn nicht sogar fast 38. Also es ist ein Zentimeter im Vergleich zu letzten Monat. Ist nicht schlimm. Und auf der Seite sind wir bei, wenn ich meinen Kopf gerade halte, sind wir auch so bei 37,5. Ich schreibe einfach 37,5 cm auf. Letztes Mal waren wir bei 36,5. Also es ist ein Zentimeter wieder gewachsen, wieder normaler Wuchs, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Färben vielleicht nicht ganz so geil für meine Kopfhaut war. Dementsprechend, ich weiß es nicht, aber ich schreibe einfach mal 37,5 auf. Und wir haben heute übrigens wieder später. Also ich habe jetzt geguckt, dass wir so ungefähr bei einem Monat sind. Wir hatten ja letztes Mal den 11. April und heute haben wir, glaube ich, den 8. Leute, wir haben schon Mai. Wir haben schon den 8. Mai. Crazy. Und ich bin so gespannt, wie sich das alles hier weiterentwickelt. Ich bin super happy und würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr mir noch nicht folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao, ciao!